Es ist Mittwoch, der 7. Mai 2014. Wir hören eine Aufzeichnung für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio, die am 8. Mai 2014 sein wird. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Interviewgast, Herrn Ewald Stadler von den Reformkonservativen, RECOS aus Österreich. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Stadler. Sie haben berichtet über Panzertransporte, die durch Österreich nach Osten laufen. Was hat es damit auf sich? Also ich finde es bemerkenswert, dass wir am 8. Mai, das ist immerhin der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg geendet hat, über neuerliche Panzertransporte Richtung Osten berichten müssen. Das ist wirklich dramatisch, weil hier Kriegstreiber am Werk sind, die offensichtlich kaum mehr erwarten können, in Europa in den nächsten Krieg zu stürzen. Wir haben als neutraler Staat in Österreich an sich die unerträgliche Situation, dass holländische Panzer, um die handelt es sich in diesem Video konkret, Richtung Ungarn und ich vermute an die Ostgrenze Ungarns transportiert werden. Es wird zwar offiziell gesagt, dass es sich um eine Übung gehandelt hätte, weshalb auch das Verteidigungsministerium diesem Transport zugestimmt hat, aber nur der Naivste und der Dümmste kann glauben, dass es sich hier um Übungszwecke handelt. Das hat auch die Freie Welt berichtet, dass es offiziell nur für ein Manöver in Ungarn sein soll. Ja, das hat man den Russen zum Vorwurf gemacht, dass sie Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze konzentriert hatten. Dort ist auch von einem Manöver die Rede gewesen und da hat der ganze Westen gesagt, nein, das sei nur eine Ausrede. Also wenn das bei den Russen eine Ausrede war, wieso soll es beim Westen dann keine Ausrede sein? Ich bin schlichtweg als Österreicher entsetzt, dass die österreichische Bundesregierung sich auf eine derartig dümmliche und leicht durchschaubare Ausrede einlässt. Das ist für einen neutralen Staat wie Österreich nicht akzeptabel. Das heißt, Österreich hätte dann die Durchfahrt verweigern müssen als neutraler Staat. So ist es. So ist es. Als neutraler Staat dürfen wir keinerlei Truppentransporte durchlassen und es kann ja bereits ein Blinder mit dem Stock greifen, dass hier ein Konflikt jederzeit in eine heiße Phase treten kann. Und wir haben weder in Vorbereitung und schon gar nicht natürlich während eines Konfliktes als neutraler Staat Truppentransporte durch österreichisches Bundesgebiet zuzulassen. Jetzt ist Österreich ja auch in der EU und da gibt es ja auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Gilt da genauso die Neutralität? Ist die in Ihrer Verfassung festgelegt? Selbstverständlich gilt die Neutralität, weil wir als neutraler Staat der Europäischen Union beigetreten sind. Und bei dieser gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik gilt natürlich auch die Neutralität insoweit, als wir nur bei Maßnahmen dabei sein können, insoweit sie nicht mit der Neutralität in Widerspruch stehen. Unsere Neutralität steht im Verfassungsrang. Es ist das Gesetz über die immerwährende Neutralität im Jahr 1955 nach Abzug der alliierten Truppen vom österreichischen Nationalrat am 26. Oktober beschlossen worden und hat Verfassungsrang. Ja, fällt mir das Lissabon-Urteil ein, was ausdrücklich in Deutschland am 30.06.2009 die Supranationalisierung der Außen- und Sicherheitspolitik verboten hat. Also alle Vorschriften zur Außen- und Sicherheitspolitik im EU-Vertrag dürfen vom Rang her der Verfassung keine Konkurrenz machen. Ja, das ist eine ähnliche Situation wie im Zusammenhang mit der Interpretation des österreichischen Neutralitätsgesetzes. Ist aber eine souveräne Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland. Wir Österreicher haben jedenfalls eine klare Rechtslage und das ist das Problem, dass wir derzeit aber gleichzeitig auch eine Regierung haben, die mit dem aufrechten Gang in gebückter Haltung nach Brüssel und nach Berlin geht, mit einem Gartenschlag statt am Rückgrat. Und dort schlicht und einfach macht, was offensichtlich in Brüssel bei der NATO-Zentrale und bei der Europäischen Union verlangt wird. Dennoch sage ich als Österreicher und als Patriot, für mich vollkommen inakzeptabel. Sie haben an anderer Stelle geäußert, dass es Ihrer Einschätzung nach, soweit ich mich entsinne, in den USA so etwas wie einen Kriegslobbyismus gibt, die einen Krieg anzetteln wollen oder wollen, dass der zustande kommt. Was für Indizien haben Sie dafür? Ja, zunächst kann man das ja alles im Buch von Zbigniew Brzezinski, der American Century, schon nachlesen.
Amerika weiß ganz genau, dass mit dem amerikanischen Machtanspruch, mit dem Unilateralen auf unserem Erdball, ein Flächenstaat von der Größe Russlands inkompatibel ist. Und deswegen wollen sie schlicht und einfach Russland zerschlagen und aufteilen. Das ist eine offen erklärte Politik des Council of Foreign Relations. Und wer weiß, welche Macht und welchen Einfluss dieser CFR Think Tank hat, der kann erahnen, wie deutlich die Politik der Amerikaner in diese Richtung geht. Und mittlerweile sieht man das ja auch. Es gibt jetzt Fotos, die aufgetaucht sind, wo in südukrainischen Städten amerikanische, kanadische und italienische Offiziere zu sehen sind. Bild am Sonntag hat vergangenen Sonntag berichtet, dass die Regierung in Kiew, diese Putschistenregierung, von CIA und FBI-Leuten beraten wird. Also die Indizien sind ja mehr als deutlich und es ist ja, glaube ich, jetzt einfach für jedermann und für jedes Kind erkennbar, dass es hier Leute gibt, die offensichtlich in Europa einen Krieg anzetteln wollen. Zum Council on Foreign Relations, der ist, da haben wir Auffälligkeiten schon an anderer Stelle gesehen, wo es darum ging, nicht gerade zur Deeskalation bezüglich Iran beizutragen. Der CFR ist uns ist jetzt noch nicht auffällig geworden gegen bezüglich Russland. Haben wir noch nicht entdeckt. Die Politik der Amerikaner, insbesondere die Außenpolitik, wird sehr, sehr stark und seit Jahrzehnten vom CFR vorbereitet. Also dazu braucht es keine neuerlichen Erkenntnisse. Das ist seit Jahrzehnten der wichtigste Think Tank in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, wobei das in Wirklichkeit Militärpolitik ist. Und wie gesagt, Zbigniew Brzezinski hat das als einer der Chefs des CFR, hat das in seinem Buch, das ich schon erwähnt habe, ja ganz offen angekündigt, was sie vorhaben. Von wann ist das Buch? Aus welchem Jahr? Das ist jetzt eigentlich schon sicher 15 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter, aber amerikanische Politik wird eben da drinnen schon vorausbeschrieben und die Strategie ist seit diesen Jahren eigentlich immer klar gewesen. Einkreisung Russlands mit NATO-Mitgliedstaaten und innere Destabilisierung Russlands. Das ist ja unter Jelzin weit genug gediehen gewesen. Deswegen ist ihnen ja auch Putin im Weg, weil Putin Russland innerlich stabilisiert hat, in der Gesellschaft, aber auch ökonomisch stabilisiert hat und das können sie nicht brauchen. Zum CFR sei vielleicht noch zu ergänzen, dass Susan Rice die Sicherheitsberaterin vom CFR ist, also des US-Präsidenten, und der Verteidigungsminister Chuck Hagel wird sogar auf der CFR-Webseite als einer von deren Prominenten erwähnt. Natürlich, ja. Das ist nur Belegstelle dafür, was ich gesagt habe. Und es gibt eine Menge Konzernmitglieder, denen Banken, Medien, Ratingagenturen. Ja. Sie müssen ja nur schauen, wer das CFR finanziert. Das sind also die Banken der Federal Reserve und dann sehen Sie die Machtstrukturen ziemlich deutlich. Welche Erfahrungen haben Sie im Europaparlament gemacht? Wie reagiert das Europaparlament auf die jetzige Situation? Das Europaparlament ist mittlerweile einer der Hauptkriegstreiber auf europäischer Ebene geworden. Ich erinnere mich mit Entsetzen noch an die Debatte, als man im EU-Parlament sogar eine militärische Intervention in Syrien verlangt hat. Damals hat eine entsprechende Vorlage auch den amerikanischen Kongress bereits erreicht gehabt. Und es war ein nationales Parlament, nämlich das britische Parlament, das Nein gesagt hat, worauf dann auch die Abstimmung im Kongress in Amerika nicht durchgeführt wurde. Und wenn ich mir die Debatten im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine anschaue, dann sind sie von einer derartig russophoben Grundstimmung getragen gewesen, die zum Teil natürlich aus bestimmten Ländern ganz besonders gehässig vorgetragen wurden, insbesondere aus Polen. Dann sieht man schon, dass hier Leute nicht am Dialog und an der Aussöhnung interessiert sind, sondern wirklich an der Konfrontation. Und ich halte das wirklich alles für brandgefährlich. Ja, mir fällt da ein, es gibt ja auch einen europäischen Ableger vom CFR, den European Council on Foreign Relations. Wir haben da in verschiedensten Veröffentlichungen von denen auch so eine starke Abneigung immer gegen Russland, Iran und China. Die drei Länder kommen da immer vorgesehen. Haben Sie als Europaparlamentarier da die Erfahrung gemacht, werden die irgendwie sichtbar im Parlament lobbyistisch tätig? Naja, man merkt es nur anhand der Wortmeldungen und der Berichte, die gemacht werden. Wenn ich mir den
das Auftreten des deutschen EU-Abgeordneten Galen anschaue von der CDU, dann hat man das Gefühl, das ist der direkte Emissär der NATO im Europäischen Parlament. Aber derer gibt es noch mehrere. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auch nur einige Sätze der Fairness gegenüber Russland dort gesprochen habe, dass es ja fast zu hysterischen Reaktionen gekommen ist. Insbesondere in meinem unmittelbaren Umfeld sitzen einige Kollegen aus Großbritannien und aus Polen und da habe ich jedes Mal erlebt, dass die fast hysterisch reagiert haben, wenn man nur irgendein paar freundliche Sätze über Russland sagt. Können Sie konkrete Parteien sagen, wo die... Das sehen Sie vor allem bei der EPP, also European People's Party, EVP, wo vor allem die Abgeordneten von der CDU und von der CSU, ob das jetzt der Herr Brok ist oder ob der Herr Posselt ist. Posselt hat den Präsidenten Putin wortlich als Verbrecher bezeichnet, als Staatsverbrecher. Dann sind das einfach Begriffe und gehässige Äußerungen, die mit einem Dialog und mit einer vernünftigen diplomatischen Note nichts mehr zu tun haben. Aber auch die polnischen Abgeordneten etwa von Law and Justice oder von der Tusk-Partei sind da um keinen Deut besser. Also es gibt hier einige, die wirklich mit einer besonderen Gehässigkeit in Erscheinung treten. Wer außer Ihnen als Rekursabgeordneter setzt sich denn im Europaparlament für Deeskalation ein und Versachlichung? Es gibt interessanterweise einen griechischen Kollegen von den dortigen Kommunisten, der dort versucht zu deeskalieren und der versucht, Fairness einzumahnen. Es gibt einige Abgeordnete der Fraktion des Nigel Farage von der AfD, die Ähnliches machen, insbesondere von der Lega Nord, die versuchen hier zu kalmieren und einigermaßen Fairness einzumahnen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir sind eine Minderheit, noch. Ich bin aber ganz sicher, dass das nächste Parlament ganz anders ausschauen wird als das gegenwärtige. Es werden alle eurokritischen Fraktionen wahrscheinlich dazu gewinnen und damit werden auch jene Kräfte dazu gewinnen, die sich nicht permanent aus Europa vor den amerikanischen Karren spannen lassen, sodass ich damit rechne, dass nach der nächsten Parlamentswahl am 25. Mai die Zusammensetzung des EU-Parlaments eine andere sein wird und ich hoffe, dass alle diese Kriegstreiber von Wähler auf die Nase bekommen. Ja, hoffentlich wird es auch sichtbar, welche Politiker sich da vor den Karren spannen lassen, welche nur naiv sind. Das kann man mittlerweile, glaube ich, auch als mündiger Wähler durchaus selber verfolgen. Und ich kann für Deutschland etwa nur sagen, ich hoffe, dass die Alternative für Deutschland einen entsprechenden Wahlerfolg haben wird, weil das die einzige wirklich EU-kritische und eurokritische Partei in Deutschland ist, die kandidiert. Der Rest, insbesondere die FDP oder die CDU und die CSU, aber da ist die SPD und keinen Deut besser, sind vollkommen Systemparteien eines Unterwürfigkeitssystems, das schlicht und einfach nur nach Macht, was in Washington entschieden wird. Ich habe mir das außenpolitische Programm angeguckt von der AfD. Richtige Pazifisten sind sie nicht. Militärische Missionen, wie es im der Außen- und Sicherheitspolitik der EU steht, schließen die auch nicht aus. Aber Sie sind, soweit ich habe dieses Parteiprogramm ja auch angeschaut, Sie sind jedenfalls von allen Parteien, die man in Deutschland zur Auswahl hat, und da seid ihr ja wirklich arm dran, ihr habt ja keine Rekos da draußen, sind es jedenfalls noch die, die am meisten auf der Bremse stehen. Ja? Aber ich sage es, es ist halt eben dieses Milieu, das politische Milieu der Unterwerfung und der Unterwürfigkeit, das einfach hier wirkt. Es gibt allerdings bedeutende Stimmen aus dem Bereich der AfD, die hier schon ähnlich wie wir Reformkonservative auf Distanz gehen. Und da ist, glaube ich, der Wähler am besten beraten, dass einfach jene Partei sich aussucht, die am ehesten noch europäische und deutsche Interessen sieht und sich nicht vor den Karren der Kriegstreiber spannen lässt. Welche Situationen gab es denn im Europaparlament, wo Sie konkret auf die Versachlichung hingewirkt haben? Ja, das war der letzte. Das war die letzte Debatte, als es darum ging, in einem Bericht, der gefordert hat, dass die Europäische Union gegen die angeblichen Einmischungen Russlands in der Ukraine und gegen die Pressionsversuche Russlands gegen die angeblichen Pressionsversuche Stellung bezogen wurde. Das war in der letzten Debatte vor den Wahlen, das ist also jetzt insgesamt etwa 3 Wochen her in Straßburg.
Und da gab es bereits heftige Auseinandersetzungen, aber es gab auch praktisch in den Sitzungen davor, praktisch in jeder Plenarsession gab es eine entsprechende Vorlage und jede davon war triefend vor russophober Stimmung. In der ukrainischen Regierung könnte man sagen, wenn man es mit deutschen Maßstäben vergleicht, könnte man es vielleicht von den Farben her als eine braun-gelbe Regierung ansehen. Die Partei Svoboda ist ja noch nationalistischer als die NPD in Deutschland und Frau Timoschenkos Partei ist in einem liberalen Bündnis international. Spielt das eine Rolle, dass eine Partei, die radikaler ist als die NPD in Deutschland, mit in der Regierung ist oder auch dieser rechte Sektor? Ich halte das für skandalös. Erstens ist das keine gewählte Regierung, sondern eindeutig eine Putschistenregierung. Ja? Und auch der Herr Yatsenyuk ist in Wirklichkeit einer, der den faschistischen Bewegungen in der Ukraine ja sehr, sehr nahe steht. Aber jetzt sage ich Ihnen etwas als Österreicher. Die Republik Österreich hat im Jahre 2000 Erfahrungen mit der Europäischen Union gemacht, als wir uns eine Regierung gewählt haben, die der EU nicht gepasst hat, weil die Sozialisten abgewählt wurden. Da hat man uns die drei Weißen aus dem Euroland geschickt, um zu kontrollieren, ob in Österreich die Demokratie in Gefahr sei. Die gleiche Europäische Union schließt ein Assoziierungsabkommen, und zwar den politischen Teil, ab mit einer Regierung, in der die Partei Svoboda sitzt, mit ihrem Parteivorsitzenden Oleg Tjagnibok. Und ich zitiere Ihnen mal, was der Herr Tjagnibok alles so von sich gibt. Er war dafür, dass man Kalaschnikows an die ukrainische Bevölkerung verteilen soll und hat das mit folgender Begründung dargelegt. Ich zitiere, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Wer mit so einer Figur Abkommen abschließt und das bitte nach den Erfahrungen, die wir in Europa mit derartig offenkundig vorgetragenem deutschen Hass und Antisemitismus gemacht haben, wer mit solchen Figuren Verträge abschließt, hat jede moralische Berechtigung verloren, irgendwem innerpolitisch oder außenpolitisch Vorhaltungen zu machen. Ich weiß nicht, wer der Frau Merkel angeschafft hat oder Herrn Steinmeier angeschafft hat, sich mit solchen Figuren in ein Bett zu legen, aber ich würde mich da nicht einmal in die Nähe hinlegen. Also mit solchen Figuren überhaupt etwas zu tun zu haben, halte ich in Wirklichkeit für politikhygienisch unerträglich. Wenn ich mir anschaue, als Mubarak gestürzt worden, die Macht verloren hat in Ägypten, da hat man seine Partei aus der Internationale von den Sozialdemokraten, hat man da noch einiges in Frage gestellt, ob die da noch hineingehört. Und ja, aber das ist, diese ganzen internationalen Parteiverbindungen sind ja auch sehr, sehr verräterisch. Schauen Sie sich einmal an, dass die CDU und die CSU in der gleichen internationalen Partei sitzen wie der Herr Erdogan. Ja? Und der Herr Erdogan lässt auf seine eigenen Leute schießen, lässt Demonstrationen niederknüppeln, räumt den Gezi-Park, lässt Demonstrationsverbote in der Türkei verfügen, versucht das Internet zu zensurieren. Das sind dann die Partner der deutschen Christdemokraten, wobei christdemokratisch dort ja schon wirklich wie ein Hohn klingt. Sowohl christlich wie demokratisch ist dort bereits Hohn. Wenn ich mir Ihre Ausrichtung anschaue, von Ihrer Webseite her, scheinen Sie eher Richtung Bündnis zum Beispiel mit bibeltreuen Christen oder Christenunie, also den mehr ja leicht Richtung christliche Fundis zu gehen. Also ich stelle vielleicht Vertrieb. In dem Land, nicht ganz Rechte, aber auch nicht Christdemokraten. Ja, in Deutschland haben wir so viel mit Neuheitentum zu tun, dass jeder, der zu seinem christlichen Glauben steht, schon als Fundi dasteht. Ja? Gleichzeitig haben aber die gleichen Figuren kein Problem, wenn Talibans durch die Hauptstädte Deutschlands ziehen und dort ihre mit ihren langen Bärten und mit ihrem Kostüm Islam glauben, die deutsche Bevölkerung beglücken zu müssen. Also das ist ja auch eine Verkehrung der Verhältnisse, die einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass es in Deutschland einfach, aber es ist in Österreich nicht viel besser, es ist noch besser, aber nicht viel besser, einfach jedes religiöse, christliche Bewusstsein verschwunden ist. Sonst kann man einen normalen Katholiken ja nicht als Fundi bezeichnen. Das ist ja blanker Unsinn. Entschuldigung, das war etwas salopp vielleicht gesagt. Ja, schon, nein, ich habe das bewusst aufgegriffen, weil das ja nicht nur aus Ihrem Munde so klingt, sondern in wesentlich gehässigerer Form wie aus anderen Mündern kommt. Daher wollte ich das einfach mal klarstellen und auch die Leute wieder wachrütteln und sagen, der normale Katholizismus hat seine Berechtigung
und das normale Christentum, auch eines evangelischen Christen, hat seine Berechtigung. Niemand braucht sich dauernd als religiöser Fundamentalist hinstellen zu lassen, nur weil er den Mut hat und endlich den Mumm wieder hat, sich zum eigenen Glauben zu bekennen. Okay, ich wollte noch eine Sache noch mal nachfragen, dass Sie gesagt haben, dass amerikanische, kanadische, italienische Soldaten in der Ukraine sichtbar geworden sind. Gibt es da Reaktionen aus Italien im Europaparlament? Protestiert da keiner gegen? Das Europaparlament tagt derzeit nicht, weil sie alle im Wahlkampf sind. Diese Fotos habe ich jetzt bekommen und wurden aufgenommen am 3. Mai in Nikolaev. Das ist nicht weit entfernt von Odessa in nordöstlicher Richtung. Und das ist sozusagen zeitlich entfernt von den skandalösen Vorgängen im Gewerkschaftshaus von Odessa. Ich habe weitere Fotos bekommen und die kann man auch im Internet mittlerweile nachprüfen, dass in diesem Gewerkschaftshaus es offensichtlich zu schweren Folterungen gekommen ist und dass dort Menschen umgebracht wurden, bevor dieses Gebäude dann auf sehr eigenartige Art und Weise in Brand geraten ist. Ein erheblicher Teil der Opfer, die man gefunden hat, weist schwere Folterspuren auf. Daher mein Appell an den Deutschen Gewerkschaftsbund und ich werde einen ähnlichen Appell an den Österreichischen Gewerkschaftsbund richten. Jetzt wäre gewerkschaftliche Solidarität gefordert. Jetzt müssen zumindest die Gewerkschaftsorganisationen Europas lückenlose, vorbehaltlose und völlige Aufklärung verlangen. Wenn also wirklich gewerkschaftliche Solidarität angezeigt ist, dann ist sie jetzt angezeigt. Wenn man in einem Gewerkschaftshaus in Odessa Leute foltern kann und dann die dort Brände gelegt werden, damit man die Folterspuren beseitigen kann und es reagiert niemand darauf, dann braucht aber keiner von diesen Gewerkschaftsfunktionären sich noch vor die Leute hinstellen und von gewerkschaftlicher Solidarität reden. Allerdings. Wenn Sie Außenminister Österreichs wären, was würden Sie machen, um die Krise zu entschärfen? Also zunächst einmal könnte ich als Außenminister Österreichs einmal darauf hinweisen, dass ich schon volljährig bin. Beim österreichischen Außenminister ist das ja nicht so ganz sicher, spielt aber keine Rolle, weil die österreichische Außenpolitik seit Jahren eigentlich nur mehr in Brüssel und in Berlin gemacht wird. Eine österreichische Außenpolitik, die den Stempel eines Eberstaater tragen würde, wäre von einer Eigenständigkeit getragen, die sie sehen lassen könnte. Das heißt also, da würde jede Eigenständigkeit und eines neutralen Staates sichtbar werden. Das hat Konsequenzen. Das hätte auch Konsequenzen, die man in der Schweiz nachlesen kann. In der Schweiz ist die österreichische Neutralität ist im Übrigen der Schweizer Neutralität ausdrücklich nachgebildet. In der Schweiz ist dann zumindest der Stimmbürger in der Lage, die Regierung wieder zu korrigieren, wenn sie sich auf den falschen Pfad begibt, wie die letzte Volksabstimmung in der Schweiz ja gezeigt hat. Das heißt, ich als gebürtiger Vorarlberger, direkt an der Schweizer Grenze aufgewachsen, kenne den Wert einer eigenständigen, neutralen Außenpolitik und das wäre meine Leitlinie auch für Österreich. Und das heißt, Österreich würde dann seinen eigenen Weg gehen und sich einsetzen zur Deeskalation. Das wäre genau mein Ziel und das wäre auch mein Konzept. Das hat Bruno Kreisky gemacht, ja. Großer Sozialdemokrat, den diese Regierung offensichtlich heute am liebsten abhängen würde aus der Bildergalerie. Der würde sich im Grab umdrehen, beziehungsweise bei ihm wäre es konkret, würde er in der Urne rotieren, wenn er mitkriegen würde, in welcher Art und Weise und wie erbärmlich österreichische Außenpolitik nicht mehr stattfindet. Ich sage es noch einmal, wir sind schlicht und einfach eine Provinz geworden, der Außenpolitik, die in Brüssel und in Berlin gemacht wird und jene in Berlin wird praktisch in Washington gemacht. Ihre Kanzlerin reist nach Washington, um sich dort die Befehle abzuholen. Das ist der Befund und wir sind da leider nur mehr die Letzten in der Provinz. Und das, obwohl die österreichische Verfassung und die UNO-Charta über der EU-Außenpolitik stehen. Das ist richtig. Und obwohl wir in Österreich eine Verfassungslage haben, die uns ausdrücklich zu einer neutralen Politik verpflichten würde. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Bitte sehr. Wenn man mehr über Sie erfahren möchte, über Ihre Politik, wo kann man sich da informieren? Am besten auf der Homepage der RECOS, der Reformkonservativen. Dort kann man sehr viel über mich erfahren. Es gibt aber auch andere Internetauftritte, wo Sie also sehr, sehr viel erfahren, aber am authentischsten auf der Homepage der RECOS. Vielen Dank. Bitte sehr.